Hallo und herzlich willkommen hier bei F1 2020. Season 2 steht heute an. Das dritte Rennen in Vietnam. Ja, und davor erstmal das Qualifying. Schauen wir einfach mal, wie es läuft. Ich würde sagen, rein in den schnellen Aal. Bis gleich wieder in der Box. So, damit sind wir jetzt in der Boxengasse. Und zum Beispiel schnell das Setup rein. Dann warten wir natürlich einmal, was die anderen Zeiten fahren. Außer bessere als ich natürlich. Das ist vollkommen klar. So, entschleunigen wir einfach mal. Und gucken, was da so passiert. Siebenunddreißig, Alter. Was fahrt ihr für Zeiten, Leute? Gut. Müssen wir schauen bei Autoeinstellungen. Was denn? Was denn? Benzinnehmer. Ja, 3,7 Kilo mit. Und Max Baumann, danke fürs Follow. Ja, sind nebenbei noch live auf Twitch. Jetzt soll ich sagen, nur zur Strecke. Und eine fliegende Runde. Immer unsere schnelle Runde. Kunigunde. Und dann gucken wir mal, was passiert hier, ne? So, überaus wunderbaren, wunderbaren Strecke, mit der ich nicht klarkomme. What a time. Was mit dem?
Wird was los? So komisch teilweise manche Namen zu lesen. Wenn du seit sich 3 Monaten Formel 1 wieder schaust und diese Namen hier nicht mehr liest. Oh, Daniel. Daniel heißt er, ja. HP 13? Ja, okay. Er wird repariert. Wir gehen eh in der Box. Ist das schön. Besser? Ist jetzt besser als gedacht im Qualifying. Die Boxeneinfahrt schon wieder. Ist hier irgendwo, ne? Genau. So. Sehr schön. P13. Sehr zufrieden. 1,39,088. Wir haben unsere Box ganz hinten, ne? Ich hasse es. Dass man seine Box nicht entsprechend, boah, moin. Haas-Fahrer. Hab nicht gesehen, wer es war, Kruger oder Magnussen. Weil hier auch schon Schumacher und Mazepin rein könnten, ne? Oh, die haben echt schöne Trikots an, du. Keine Sorge, es regnet nicht. Oder wird nicht bald regnen, es ist nur bewölkt in Vietnam. Und Smoggy. Smog. Ja, gut. We've had to spend time repairing the damage to the car. Naja. Wenn wir hier bleiben? Ich weiß, was ist. Ab 16 sind alle raus, ne? Genau. Schauen wir mal. Aber noch ein Qualifying weiterkommen? Was cool wäre. Einfach nur fürs Weiterkommen. Yes, sah gut aus. Schön. Stufe 2 erreicht. Willkommen. Nischt. Sehr schön. Das Qualifying ist beendet und wir werfen noch einen. Nein, sind raus. Top 3. Hamilton, Bottas und Max Verstappen. Aitken. Damit ist das Qualifying beendet, aber seien Sie unbesorgt. Wir sind okay. Schon morgen zurück mit dem. Starten also vom Platz 18. Aitken hat uns nochmal überholt. Dann haben wir so noch uns Ricciardo. Aitken, schon weggehauen. Weiter geht's. Freuen wir für Jack Aitken. Gut weiterentwickelt, der Junge. Gut weiterentwickelt. Er ist ja zufrieden, auf jeden Fall nicht letzter. Ihr Teamkollege war heute schneller. War heute einfach nicht Ihr Tag? Nö. Ja. Sie haben heute ein paar Teile auf der Strecke gelassen. Gab es Schwierigkeiten mit der Traktion? Der Wagen hat einfach nicht gepasst, dass Sie da gerade biegen, Sir. Klasse, das war dann alles. Sehr schön. Sehr schön. Claire ist ja auch wieder am Start, das stimmt ja. Ja, wie sieht es aus bei Alben und mir? 7:5. Da die Anerkennung. Der Jack Aitken jetzt auf Stufe 10. Nein! Und nicht Stufe 10. Mann. Oh, jetzt kommt ins Rennen, Leute. Das Rennen. Schön.
das war Pech. Nicht ganz da, wo wir im Grid sein wollten. Aber Kopf hoch, das ist noch nicht das Ende der Welt. Stimmt. Sonic. Na gut. Sagen. Jetzt können wir raus und rein in den Rennspaß. Der Formel-1-Zirkus ist wieder einmal in Südostasien angekommen und bereit, ein neues Zeitalter einzuläuten. Das Rennen hier in Vietnam kann jeden Augenblick losgehen. Eine Runde auf dem Hanoi Street Circuit ist 5,5 Kilometer lang und führt natürlich durch die vietnamesische Hauptstadt. Viele der 23 Kurven wurden von anderen großartigen Strecken inspiriert. Insgesamt bietet die Strecke hoffentlich mehrere Überholmöglichkeiten. Ich heiße abermals Stefan Römer willkommen, der alle Infos für das heutige Rennen hat. Können wir uns vielleicht über Sebastian Vettel unterhalten? Sieht so aus, als ob sie heute ganz schön kämpfen müssten. Die Gridstrafen, die das Team aufgrund des Auswechselns der Triebwerkskomponenten erhalten hat, machen all das sicher nicht einfach. Aber das Gute dabei ist, dass ihnen diese neuen Komponenten dabei helfen können, sich bis ganz nach vorne durchzukämpfen. Ich rechne ehrlich gesagt heute mit einem sehr aggressiven Kurs, um den problematischen Start auszugleichen. Sehen wir uns kurz die Startaufstellung für das heutige Rennen an, bevor es losgeht. Lewis Hamilton startet heute von der Pole und Valtteri Bottas macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Verstappen, Leclerc, Sergio Perez und Sainz, Stroll, Gasly, Norris und Alexander Albon. Quert, Ricciardo, Esteban Ocon und Aitken, Richter, Magnussen, Romain Grosjean und Antonio Giovinazzi. Vettel, er hat eine Gridstrafe erhalten. Russell, De Vries und Nicolas Latifi. Und jetzt wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Now that we've got some points on the board, let's continue this form and aim for another top 10 finish. Sehr schön. Dank Sebastian Vettel sind wir noch einen Platz nach vorne gekommen. Das ist sehr cool. Aber wir haben halt, ja, Vettel auch hinter uns, auf Platz 20. Deswegen schauen wir mal. Rennstrategie, ja, ein Stopp reicht locker aus. Genau. Benzin. Bin ich eher Fan von so wenig wie möglich, was das Spiel sagt, was in Ordnung ist. Genau. Ja. Ja, will ich gar nicht. Die hier will ich. Genau. Bessere Strategie. Mal gucken. Und Rennen starten. Aitken direkt vor uns. Sehr schön. Das Auto schon cool aus. Und direkt die Hasi Boys hinter uns. Ich glaube, ich muss dann zum nächsten Rennen hin das Lenkradspiel ein bisschen verändern. Schauen wir mal, was noch passiert. Das ist eine Stadtstrecke, kann viel passieren. Unfallmäßig.
Okay. Spiel übernimmt jetzt. Sehr schön. Oh mein Gott, bin ich gespannt auf den Start. Kein Burnout? Schade. Haben doch immer einen Burnout gemacht. Aber gut. Leute. Direkt Urban hinter uns, okay. Take it easy on the car. We can't sustain this level of damage. Ja, das mit dem Frontflügel war doof, aber gut, ist so. Ich glaube, den müssen wir nicht wechseln. Urban hat der es. Ein bisschen gegenhalten.
Ja, auch aber eine halbe Sekunde ist schon weit weg. Der DRS. Der Geraden. So. Startphase dann endgültig vorbei. Eieiei. Ja, dass der Elbe mich jetzt früher oder später kriegt, ist schon klar. Er hat einfach das schnellere Auto. Sorry, Alex. A new strategy is available on the MFT. Okay, copy that. Ja, eine Runde länger draußen um mich. Sogar Aitken hinter uns gelassen, sehe ich gerade am Start. So. Sehr gut. Rundenzeiten sind okay, glaube ich.
Abstände sind halt ganz gut. Nach hinten. So. So, natürlich das. Ja, Aitken vorbei an Grosjean. Ist schon hinter mir? Ja, ja. Wie lange das hält, ne? Wo ist er denn ausgeschieden? Und das da jetzt vor uns. Ich frage, wenn es lange anhält, wenn man das wüsste, würde ich ja jetzt in die Box gehen. Das hat Jack gut gemacht. Oh, Leute. So, Jack. Ich hoffe, dass Jack diese Runde nicht reingeht. Wenn doch, ist wieder Strategy Masterclass of Severian, Alter. Aber sowas von nicht. So, in die Fernunterricht von Ferrari, Alter. Eine Ferrari Volkshochschule, wenn man das Boxenstopp nicht managt. Oder ich krieg so viel Zeit raus, dass es schnell wechseln. Natürlich super geil wäre. Wäre cool, wenn wir beide mal in die Punkte kommen würden, Jack und ich. Ja, das glaube ich jetzt nicht. Aitken fährt weiter. Aitken fährt weiter, okay. Leider wird Metz wieder überholt. Go, exit
exit now. We're racing on the exit. Release, release. Da müssen trotzdem noch ein paar rein. Quiet, hey, wir hatten uns doch im Qualifying ein bisschen gesehen, ne? Checkt, glaube ich, gerade auf P4, 5. Vettel hinter uns. Ah, jetzt auf 14 vollgekämpft. Sehr schön. Wir müssen jetzt schön Druck machen. Check is in the box, Alter. Check in the box, my friend. Den Spruch musst du bringen, ja. Aber Jeff ist nicht so die Spaßkanone, der ist immer sehr ernst. Und P12, sehr gut. Vettel kommt ran. Ich wollte jetzt aber auch nicht großartig kämpfen gegen ein stärkeres Auto. Mit DRS natürlich. Jo. Okay, warte mal. Wo kommt der jetzt her?
wunderbar. Alter, wie viel Zeit ich einfach in der Runde verliere. Wenn wir jetzt kein Giovinazzi ein Problem haben. Er ist so weit hinten, der Junge. Vorletzte Runde sehe ich gerade. Letzte Runde. Terrormaus, tut mir leid. Oh, jetzt laggt das Spiel ein bisschen. Georges sich ja gut durchgeschoben.
Ja, okay. Ja, Platz 15 gestartet, Platz 15 geblieben. Ist okay. Ist okay. Vettel, ja gut, der ist von Platz 20 gestartet. Was für eine Action hier in Hanoi. Ein unvergessliches Rennen und ein beeindruckender Sieg. Stefan, wie konnten Sie heute deiner Meinung nach so ein unglaubliches Resultat abliefern? Ich denke, es war deutlich, dass der Hauptfaktor auf der Strecke die Geschwindigkeit war. Es klingt nach einer furchtbar vereinfachenden Aussage, aber schnelle Autos gewinnen Rennen, Heiko, und das haben wir heute bei unserem Sieger gesehen. Und die Fahrer begeben sich nun für die Siegerehrung zum Podest. Ein echter Teamsieg heute. Ein großartiges Beispiel für eine rundum gelungene Umsetzung. Glückwunsch an das Team von Mercedes, den heutigen Sieger des Rennens. Ach ja, huiuiui. Aufregendes Rennen. Trotz seitdem viele Zweikämpfe gehabt. Mehr oder weniger. Juhu, nix. Nächstes Mal bekommen wir einen Mann mit Kappe. Ach ja. Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Ein großartiges Resultat für Lewis Hamilton, der die Konkurrenz noch weiter hinter sich lässt. Kommen wir zum Fahrer des Tages, Stefan Römer. Wer ist dein Kandidat? Oh, wir haben Albon geschlagen. Ist es Lewis Hamilton. Der mehrfache Weltmeister mag an diesem Punkt eine langweilige Wahl sein, aber man kann nicht bestreiten, dass er den Titel verdient hat. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Mercedes baut seine Führung weiter aus. Mittlerweile hat Ferrari seine Position verbessert. Ein starkes Wochenende für sie. Sie haben sich wieder an die Spitze herangekämpft. Wer vermag schon zu sagen, wer nach solch einem Rennen am Ende Weltmeister wird? Seien Sie auch nicht. Mal wieder dabei, wenn wir Ihnen das neueste Rennen der Formel 1... Ja, von Platz 19 ist er gestartet. Er ist 8 Plätze hoch vorgekommen. Sehr gut. Ich habe gegen Ende aber mein Flügelproblem erkannt. Da bekommen. Na gut. Schauen wir uns die Highlights an und machen daraus noch ein schönes Foto. Gar nicht wo. Ich meine, was Schönes war hier, klar, Startgetümmel. So, dann kommt jetzt einmal ein schönes. Hat das Manöver gegen Aitken drin? Ja. So, Fotomodus bitte einmal. Ist die Frage, wie steuert man das schon wieder? Ah, jetzt warte mal. Hoch, runter. Wie konnte ich nochmal... Also bestimmt mit den Pfeiltasten steuern. Hm? Ja. Na, schon WASD, okay. So. Das ist ein schickes Bild, oder?
Schönes Thumbnail. Was haben wir? Kühe? Nee. Ja, warm. Ja. Meinst du, was ich gerne vielleicht noch hätte? So rein Bildern muss. Genau. Mach weg. Wählen wir nochmal ab. Sehr schön. Dann haben wir das. Weiter geht's. Müssen wir gucken. Ich vergleiche jetzt mal die Saisons, ob ich dieses Jahr besser war oder schlechter. Wow, okay. Ihr Teamkollege war heute besser. Lag das am Setup oder hatte es andere Gründe? Genau, das passt ganz gut. Mit ihm da. Wie stehen Sie zueinander? Ja, wir sind trotzdem immer gut geil. Immer gut geil sein. Klasse, das war dann alles. Sehr schön. Aber bei Günther, also dem Kameramann, schaut es immer so aus, als würde ein Auge fehlen, anstatt dass das Auge zumacht. So. So eine schnelle Runde als Alvin. 7, sehr gut. Sehr schön. Und jetzt muss Jack Adrian noch langsam mal Stufe 10 werden. Yes, sir. Da kriegen wir auch mehr Anerkennungszuwachs. Ja, guck mal. Da knapp 750.000 dazu. Insgesamt China. Sehr schön. Zwischen mal aber ein kleines Päuschen dann im Stream. Aber jetzt haben wir noch für die Karriere natürlich. Ding. Ein bisschen Entwicklung, wenn wir die Punkte haben. Schauen wir mal. Sponsoring erneuern, natürlich. Jetzt muss ich die Leute nochmal aufs Auto anbringen, ne, weil das so dumm ist. Ja. Zanetto passt da ganz gut drauf. So, ein Zigzag. Was wieder erneuert, sehr schön. Ich da erneuern konnte. Ich weiß es nicht. So, F und E. Ich würde sowas in der Art empfehlen. Da müssen wir halt sparen, ne? Wenn ich du wäre, würde ich so investieren. Na gut. Das sind auch voll Niederlande, wir haben zwei Upgrades, voll Niederlande, wenn alles gut läuft. Sehr gut. Genau, mehr Motorinfekt haben wir auch noch. Guck mal da. Das bessere Motorleistung. Ja, kann man, ich glaube, auch immer Ferrari, wenn es gut läuft. Hey, hey.
Es ist schon nächste Mal fertig. Aktivitäten. So. Und weiter. Schau mal. Nein! Von dir ist nicht durchgegangen. Oh. Wir hatten ein gravierendes Problem in der Herstellungskette. Das ganze Entwicklungspaket für dieses Wochenende ist fehlgeschlagen. Nein, kann ich sie nicht mehr. Oh. Mann. Ich noch abgewartet, ne? Was ist das hier eigentlich? Kraftstoffdurchfluss. Ja. Also halt echt nach dem ersten Training hier machen, ne? In China. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Mann, 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 Mann. Aber okay, dann machen wir das so. Dann hoffe ich natürlich den Leuten auf YouTube, aber auch hier auf Twitch hat es gefallen. Wenn ja, lasst einen dicken Daumen nach oben da an Connor, wenn es was zu sagen gibt. Und dann sehen wir uns nächstes Mal in China. Bis dahin, servus und tschüss.